Ja, moin Freunde. Heute treffen wir uns direkt am Räucherofen. Ich habe das am Wochenende vorbereitet. Heute haben wir Dienstag. Ich habe in dem Ofen, ich werde es euch sofort zeigen, Forellen und Lachshälften. Also das sind von der Lachsforelle die Hälften. Die habe ich ja filetiert und aufgehangen. Und Forellen und Makrelen sind oben. Beides wird kalt geräuchert. Ich habe die Forellen nass gepökelt und die Lachshälften habe ich halt trocken gepökelt, wie ich das halt immer mache. Ich werde euch Videos ganz hinten verlinken. Wieso ich heute nur direkt am Ofen bin, weil das Pökeln, das habe ich schon so oft gezeigt, es geht halt nur darum, ich wurde letztens oder vor längerem gefragt, kann man auch Forellen kalt räuchern? Ich habe gesagt, ja, habe ich, müsste ein Video in der Playlist haben. Durchgeschaut, nein, habe ich nicht. Deswegen mache ich das heute und zeige euch, dass man ja auch Forellen und erneut Makrelen kalt räuchern kann. Es ist einfach, es schmeckt einfach lecker, Salzkartoffeln dabei und los geht's. Was habe ich im Ofen? Das werde ich euch jetzt zeigen. So, der Generator, der läuft gerade erst an. Ich habe... Links habe ich Makrelen hängen, rechts habe ich die Forellen hängen. Ich versuche es mal etwas näher zu zeigen. Da. Die Makrelen sind ohne Köpfe und da seht ihr auch unten links die Lachsforellenhälfte von der Goldforelle. Jetzt geht der Ofen vom Wind zu. Nochmal aufmachen. Und dann habe ich noch vier Hälften von der normalen Lachsforelle. Der will einfach nicht offen bleiben. Ja, das Ganze wird jetzt zweimal 10 Stunden geräuchert. Und dann ist der ganze Spuk schon fertig. Ihr seht, hier oben habe ich... Mensch. Moment. Hier oben, dieser Bogen, der da ist, da habe ich mir Pappe hingelegt. Ich muss mir hier oben noch ein Brett machen. Weil durch diese Edelstahl-Schornsteine kondensiert der Rauch, weil die außen halt kühler sind als innen und dann tropft das so ein bisschen ab. Der Rauch ist nicht hundertprozentig zu 0% oder zu 0 Grad kalt, deswegen passiert das. Freunde, ich muss mal eben kurz eine Pause machen, dann erzähle ich euch noch weiter was dazu. Was wollte ich sagen? Und deswegen, damit es mir nicht auf Fisch und Fleisch tropft, habe ich da erstmal Pappe hingelegt. Ja, unten brauche ich ja nichts hinlegen. Ja, und dann die Lampe. Und dadurch, dass wir halt eine Innenraumtemperatur eingestellt haben, oben am Thermometer, im Moment 6 Grad, auf 17 Grad, das funktioniert übrigens klasse mit dem Thermostat und mit der Lampe. Unten die 60 Watt Lampe. Heute habe ich es aber mit den Verstolperern. Das funktioniert prima. Wir bekommen die Temperatur von 17 Grad, die ich eingestellt habe. Die schaltet sich dann auch ab. Und... ja, ich muss mal gleich schauen, den Generator nochmal anwerfen und dann Akku schnell wechseln und dann bin ich sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Der Generator, der hat gerade keinen Rauch produziert. Und jetzt sieht man das, überall kommt Rauch, auch oben und auch unten. Ich muss die Tür gleich nochmal ein bisschen fester schließen, am Generator ist auch. Kommt da ein bisschen Rauch raus, aber der Verlust am Generator, das ist minimal, deswegen mache ich mir da auch keinen Schrumpfschlauch hin oder gar nichts. Ich zeige euch gleich mal, die Pumpe läuft noch auf voller Leistung, ich werde die gleich runterdrosseln. Wieso hatte ich das Problem? Der Schlauch war nicht komplett drin im Röhrchen. Ich habe den ein bisschen durchgesteckt und da war sofort halt dieses Ergebnis. So, und zum Generator möchte ich euch gleich auch noch mal was erzählen. Und zwar folgendes, ich habe da unten jetzt, ich werde euch da auch mal näher dran zoomen, ich habe da unten jetzt den Generator stehen in 100x100x400. Das ist, naja, wir haben uns noch gedacht, komm, vor Weihnachten können wir noch mal experimentieren und versuchen. Der ist auch wieder komplett aus Edelstahl und mit einem Holzdeckel versehen. Die Sache ist, ich habe schon den ersten Räucher... Durchgang damit gemacht, der hatte, ich habe 5 Stunden ungefähr geräuchert, 4,5 Stunden und der war noch nicht mal halb leer. Also das heißt, der macht locker 10 bis 12 Stunden, heute wird getestet und zwar auf einer Leistung der Pumpe, ein Drittel, ein Viertel
im unteren Bereich und das hat wunderbar geklappt. Das mit dem Holzdeckel ist auch super, man verbrennt sich nicht die Pfoten. Und ein Herzensanliegen von mir an euch, falls jemand Interesse an so einem Generator hat, kauft euch im Internet nicht die Generatoren, die verkauft werden, aus Stahl. Ihr werdet nicht glücklich damit. Der fängt an, innen zu gammeln, das ist halt nur mal. Wir haben die Chips, die werden mit der Zeit feucht. Und es gibt genug Generatoren aus Edelstahl. Ansonsten schreibt mich an, ich werde euch auf jeden Fall helfen. Ich werde euch jemanden vermitteln oder mal gucken, ob ich selber euch helfen kann. Auf jeden Fall ist das Teil richtig klasse und ja, auch der 80er, der macht so an die 5 bis 6 Stunden und der 60er, der macht so maximal 3,5 Stunden. Also ich habe jetzt alle Sorten durch und super zufrieden. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt nochmal. Ich werde erstmal etwas wegzoomen und zeige euch, wie es jetzt bei maximaler Leistung, wie es da drin aussieht. Also so viel Rauch brauchen wir nicht. Da. Ich werde die jetzt auf jeden Fall gleich drosseln, weil so viel Rauch wie jetzt da drin oder wie es da rauskommt, brauchen wir nicht. Ich habe die ersten 10 Minuten, lasse ich den auf maximal, bis er in Fahrt kommt und dann drossel ich den Generator und dann nur wirklich auf Viertel der Leistung, Drittel der Leistung maximal. So Freunde, wenn der Fisch fertig ist, ich wollte heute ein bisschen auch wieder mehr aufs Räuchern eingehen, weil viele Punkte ja übersehe ich mittlerweile, wenn ich halt ein Video mache und deswegen wollte ich ja noch mal so noch mehr auf detailliert aufs Räuchern eingehen. Wenn die Forellen fertig sind, werde ich auf jeden Fall noch mal so ein Video machen, wie die dann fertig aussehen. Zwei Räuchergänge eingelegt habe ich, die Forellen 36 Stunden, den Lachs ja ungefähr 24 Stunden und jetzt 2x8 bis 10 Stunden räuchern und dann sind sie fertig. Nochmal auslüften lassen 2 Tage und dann können die gegessen werden. Gut, dann sehen wir uns, wenn die Forellen und die Lachshälften und die Makrelen fertig sind. Also, bleibt dran. Ja moin Freunde, beendet ist meine Forellen. Dann habe ich hier Makrelen und Lachsforellenräucherei. Letztes Jahr, wie ich schon im ersten Teil des Videos erwähnt habe, letztes Jahr wurde ich ja gefragt, im Laufe dieses Jahres, ob ich auch schon mal Forellen kalt geräuchert habe. Ja, habe ich und dieses Mal war der Eddie wieder da, hat wieder Forellen mitgebracht und ihr seht, die sind schön gelb geworden, die haben Farbe angenommen. Wenn ich mit über Erle jetzt geräuchert hätte, komplett, dann hätten die noch ein bisschen mehr Farbe angenommen, genauso wie die Makrelen, die haben schöne Farbe angenommen. Ein tolles Raucharoma, jetzt habe ich mir die in die Nase da reingesteckt. Ja, und hier sind so die Lachsforellenhälften. So, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe die an einer Stelle aufgehangen, die haben sich dann so gekrümmt jetzt beim Garn, aber es macht ja nichts. Das waren jetzt die Goldforellen, die sind jetzt schön noch, die haben so eine Bernsteinfarbe angenommen. Und hier, die sind so fein, dass mir das hier durchgerissen ist beim Trocknen, aber dann habe ich das... Also am besten immer 2 Punkte nehmen zum Aufhängen, dann bleiben sie auch gerade. Das tut dem Geschmack aber keinen Abbruch. Ja, und die sind auch schön, ich weiß nicht, ob ihr das so eine schöne Farbe bekommt, ein schönes Aroma. Also, die Makrelen und die Forellen habe ich jetzt 3-mal. Ja, ich stopp mir da nicht die Zeit. Ich sage immer, zwischen 8 und 10 Stunden geräuchert, 3 Gänge. Die Lachshälften oder Lachsforellenhälften, die habe ich 2-mal 8 bis 10 Stunden geräuchert. Und die haben jetzt 2 Tage im Keller noch ausgehangen und wie ich finde, sind die eigentlich ganz gut geworden. Schönes Aroma, Raucharoma. Ich werde es jetzt nicht anschneiden. Was macht ihr mit den Forellen? Ihr schneidet die in so, ich sage jetzt mal so Steaks, dann zieht ihr die Haut ab und esst das Fleisch ab. Zu Salzkartoffeln super. Oder halt einfach nur zu einem kühlen Bierchen. Einfach nur klasse. Ja, macht es doch einfach mal nach. Und die habe ich nass gepökelt. Ganz normal, wie ich sie zum Heißräuchern pökel. Das habe ich jetzt nicht gezeigt. Und diese habe ich trocken gepökelt. Und ein super Ergebnis. Die Haut wird schön ledrig. Die lässt sich schön super abziehen.
und einfach mal ausprobieren. Kalt geräucherte Forelle, Makrele und unsere Lachshälften. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dahin, bis zum nächsten Video.